Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 26, Antrag der Fraktion der FDP betreffend Realitätsverweigerung im Kultusministerium. Gefährdet Bildungschancen, Drucksache 19/6588 aus 19. Und als erstes spricht Kollege Greilich für die FDP-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sie haben den Titel unserer Debatte schon beschrieben, zitiert: Realitätsverweigerung im Kultusministerium gefährdet Bildungschancen. Das ist das Thema, um das es hier geht. Und im Juni haben wir diesen Antrag eingereicht. Hätte ja die Hoffnung haben können, dass man die Zwischenzeit nutzt, vielleicht das eine oder andere zu verbessern, auch im eigenen Auftritt. Aber leider ist nichts besser geworden seit Juni diesen Jahres. Sie berauschen sich an Zahlen, die sind so schlecht in der Tat nicht. Das habe ich auch nie in Abrede gestellt. Aber was Sie machen, und das ist Ihr Grundproblem, Sie blenden die harte Wirklichkeit an den Schulen aus. Die Anhörung, die wir durchgeführt haben, nachdem Sie ja entsprechende Anträge der Sozialdemokraten genauso abgelehnt haben wie von uns, am 14. Juni 2018 hatten wir im Rahmen der üblichen Einladung die Schulverbände hier und haben uns einmal angehört, wie die Situation an den Schulen ist. Wer nicht kam, wer sich nicht dafür interessierte, waren die Koalitionsfraktionen, war natürlich auch der Kultusminister, war auch sein Staatssekretär. Wir hatten alle ausdrücklich eingeladen, aber man hätte ja unangenehme Tatsachen zur Kenntnis nehmen können. Und in der Tat, so ist es auch gekommen. Sie kennen alle mittlerweile die Zusammenstellung der Stellungnahmen. Ich habe sie dem Kultusminister auch schon überreicht in der letzten Plenardebatte. Ich habe den Eindruck, er hat es allerdings immer noch nicht gelesen oder jedenfalls nicht verinnerlicht, was sich an Botschaften aus diesen Stellungnahmen ergibt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, damit hat die Landesregierung erneut die Chance verpasst, sich mit den Problemlagen und Herausforderungen an den hessischen Schulen auseinanderzusetzen. Und was sie stattdessen getan haben, ist, dass sie den Lehrerinnen und Lehrern und Schulleitungen in Hessen erneut ihr mangelndes Interesse für die tatsächlichen Probleme gezeigt haben. Wir sind im Moment, Kollege Schwarz, Kollege Degen, Kollege Wagner, manchmal stattdessen Kollege May, fast täglich unterwegs bei Veranstaltungen quer durch die hessische Landschaft, von der VHU bis zur GEW. Das Spannende, was man dort wahrnimmt, ist, dass diese Haltung, die ich beschrieben habe, Ihre Haltung, in der hessischen Bildungslandschaft angekommen ist. Alle wissen mittlerweile, aber wirklich auch alle, dass es das Motto von Schwarz-Grün ist, Probleme wegzudiskutieren und zu leugnen, statt sich den Realitäten zu stellen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Schlimme daran ist, dass Sie durch diese Verweigerungshaltung die Bildungschancen der Kinder und Jugendlichen gefährden, weil Lehrkräfte, Schulleitungen, Mitarbeiter in der Schulverwaltung durch die Vorgaben des Kultusministeriums über die Grenzen des Vertretbaren hinaus belastet werden. Das ist die Realität. Das ist die schlichte Realität, die Ihnen überall an den Schulen entgegenschlägt. Das Thema Lehrermangel, Sie bestreiten es jetzt nicht mehr so vehement wie früher. Kollege Wagner, der im Moment wohl verhindert ist, hat den Begriff der Lehrerknappheit jetzt eingeführt. Das ist eine schöne Umschreibung. Es geht um das Gleiche. Wir haben Lehrermangel an den Schulen. Das ist eine Realität, die Sie lange wegdiskutieren wollten, weil wir, und das war immer Ihr Argument, ein paar Tausend mehr Lehrerstellen haben. Die haben wir in der Tat. Aber was wir nicht mehr haben, ist eine 105-prozentige Lehrerversorgung, wie wir sie vor 5 Jahren, als wir uns aus der Regierungsverantwortung verabschiedet haben, hinterlassen haben. Woran liegt das denn? Woran liegt das denn? Sie haben sich geweigert, die 100%, die der Berechnung der 105 zugrunde liegen, neu zu definieren, entsprechend den gewachsenen Aufgaben anzupassen. Wir haben das schon häufig diskutiert. Das Thema Inklusion, das Thema Ganztag, das Thema Flüchtlingsbeschulung, das sind alles Dinge, die jetzt zusätzlich gemacht werden müssen. Und dafür reichen diese gut 4.000 zusätzlichen Stellen offenkundig nicht aus. Wir haben keine 105-prozentige Lehrerversorgung mehr. Und ich sage Ihnen sehr deutlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, unser Ziel für die nächste Wahlperiode ist es, zurückzukommen zu einer 105-prozentigen Lehrerversorgung und dabei die Aufgaben als Maßstab zu nehmen.
zitiere dazu Ziffer 3 unseres Antrags. Dort heißt es, der Landtag fordert die Landesregierung auf, unbesetzte Stellen im Bereich der Kollegien, Schulleitungen und der Schulverwaltung zügig neu zu besetzen, um die Arbeitsfähigkeit vor Ort zu gewährleisten. Was steckt denn dahinter, hinter dieser hoffentlich einleuchtenden Forderung? Dahinter steckt, dass wir reichlich Verzögerungen bei Stellenbesetzungen haben, weil es unerledigte Besetzungsverfahren gibt, weil es in der Folge von entsprechenden Widerspruchsverfahren Konkurrentenklagen gibt. Und was ist der Hintergrund des Ganzen? Der Hintergrund ist die schwarze Parteibuchwirtschaft, die seit 4 Jahren in Hessen Einzug gehalten hat, insbesondere im Kultusministerium. Was man so die letzten Tage und Wochen hört, ist offensichtlich jetzt Panik ausgebrochen im Kultusministerium, weil man Angst hat, man kann die geplanten Stellenbesetzungen bis zum 28. Oktober nicht mehr durchziehen. Da wird jetzt mit der Brechstange, Herr Kollege Bellino, versucht, mit Druck auf Schulaufsichtsbeamte die Beurteilungsverfahren zu beeinflussen, auf Teufel komm raus Druck zu machen, um die Verfahren ja jetzt möglichst schnell noch entscheiden zu können. Ja, ich sage Ihnen, Herr Kultusminister, Sie können diese Verfahren vielleicht noch vor dem 28. Oktober entscheiden, aber Sie können sie nicht beenden. Hören Sie auf damit. Hören Sie auf damit. Sie werden keinen Erfolg haben, aber Sie vergrößern mit jedem weiteren Schritt in dieser Art den Schaden für das hessische Schulsystem. Ich zitiere aus unserem Antrag weiter einen Teil der Ziffer 4. Der Landtag spricht sich dafür aus, die Forderungen der Lehrer, Schulleiter und Schulverwaltungsverbände endlich ernst zu nehmen und mit diesen Lösungskonzepte zu entwickeln. Hierzu ist es notwendig, in einem ersten Schritt die bürokratischen Dokumentationspflichten, Erlasse und Vorschriften zu überprüfen. Was steckt dahinter? Das Kernproblem der Bildungspolitik der letzten knapp 5 Jahre. Sie haben kein Vertrauen in die Lehrerinnen und Lehrer in Hessen. Sie haben kein Vertrauen in die Schulen, dass sie ihre Arbeit richtig machen. Der Kontrollwahn des Kultusministeriums, die parteipolitische Durchdringung bis ins letzte Klassenzimmer, wie es ja immer sich gewünscht hat, das behindert unsere Schulen auf allen Ebenen. Unsere Antwort dazu lautet Bürokratieabbau, Entlastung unserer Lehrkräfte und unserer Schulleitungen dadurch, dass man ihnen Vertrauen entgegenbringt statt Misstrauen, mehr Selbstständigkeit für unsere Schulen, mehr Mut in der Auseinandersetzung mit beharrenden konservativen Kräften in der schulpolitischen Auseinandersetzung. Nur um Missverständnisse zu vermeiden, solche konservativen Kräfte in der schulpolitischen Auseinandersetzung kommen nicht nur aus dem rechtskonservativen Lager, sondern auch zu dem Linkskonservativen, wozu ich ausdrücklich die GEW zähle. Linkskonservativ, genau, linksbeharrend, fortschrittshemmend, so wie Sie das auch leben, Frau Kollegin Wissler. Was mir an dieser Stelle vorhin, als ich mir das stichwortartig notiert habe, eingefallen ist, den kleinen Exkurs müssen Sie mir erlauben. Die Übergänge zwischen rechts und links sind da ja in der Tat auch sehr fließend, wenn man durch Deutschland schaut. Ich nehme einmal das Beispiel aus der Enquetekommission, die wir ja intensiv bearbeitet haben. Dort hat die grüne Fraktion ja Herrn Prof. Spitzer als Sachverständigen benannt. Gute Wahl, das sehen Sie genauso wie die AfD. Die hat ihn jetzt nämlich benannt für die entsprechende Enquetekommission des Bundestags. Also, die Übergänge sind fließend, sagen wir es einmal so. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in Ziffer 6 unseres Antrags fordern wir eine Weiterentwicklung der LUSD. Ja, gut, Frau Schott, auch das müssen wir nicht zur Kenntnis nehmen. Die Weiterentwicklung der LUSD sowie die Einrichtung von Cloud sind die Voraussetzungen dafür, dass wir beginnen können mit einer Modernisierung auch der hessischen Schulverwaltung. Wir haben ja die Situation, dass die Digitalisierungsverweigerungen im Kultusministerium nicht nur die Digitalisierung der Bildung behindern, sondern sie sind ja selbst in der Verwaltung nicht in der Lage, das von vorne, das nach vorne zu bringen. Hessen ist auch hier hinten. Ich erinnere mich nur an die mich total überraschende Reaktion aus dem Kultusministerium, als ich mal gefragt habe, wie weit wir denn mit der Einführung der Möglichkeit von elektronischen Klassenbüchern sind.
Angst. Angst war die Antwort aus dem Kultusministerium. Sie bleiben dabei, unzureichende Nutzung der LUSD, stattdessen knicken, lochen, heften mit der besonderen hessischen Ergänzung und dann möglichst schnell vergessen. Nehmen wir das Beispiel. Nehmen wir das Beispiel von Krankheitsdaten, von Unterrichtsausfall, die Sie weiter nicht erfassen. Andere Dinge kann ich aus Zeitgründen nur stichwortartig anpacken. Weitere ungelöste Probleme, digitale Bildung insgesamt. Lassen Sie einmal die Welt ins Klassenzimmer. Das braucht eine Veränderung in den Köpfen. Das Thema Schule und Wirtschaft, berufliche Bildung, Mängel bei InteA. Ein gutes Programm, das wir ja mit aufgelegt haben, aber zu starr und zu unflexibel. Und, Frau Präsidentin, das ist mein Fazit. Was muss nach all dem, was ich beschrieben habe, in Hessen passieren? Es darf eben kein Weiter-so geben. Wir müssen die Probleme identifizieren. Wir müssen die Probleme lösen. Wir brauchen die nächste Stufe Hessen, gerade auch in der Schulpolitik. Vielen Dank. – Nächster Redner ist Kollege Schwarz, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ja, Herr Kollege Greilich, Übergänge sind fließend. In der letzten Plenarrunde wurde ein Antrag der Linkspartei beraten betreffend der Zukunft hessischer Schulen. Da hatten wir nur eine verkürzte Beratungsfrist. Ihr heutiger Antrag ist ein Schulterschluss mit dem Antrag der Linkspartei. Ihr Antrag atmet den gleichen Geist. Insofern würde ich an Ihrer Stelle in bestimmten Überlegungen einmal den Kompass überprüfen. Denn Ihr Antrag, dokumentiert Ihre Verzweiflung. Ihre Verzweiflung darüber, dass es abermals gelungen ist, einen fantastischen Schulstart in Hessen hinzulegen. Sie suchen ein Wahlkampfthema, suchen die Krümel. Sie erkennen nicht an, was für eine Leistung wir hier in diesem Land im bildungspolitischen Bereich vorzuweisen haben. Und das macht Sie in der Tat ratlos. Und insofern ist die Panik, die Sie eben gerade unterstellt haben, im Kultusministerium auf Ihrer Seite. Bei Ihnen ist die Panik ausgebrochen und nicht bei uns. Und dann titeln Sie diesen Antrag mit Realitätsverlust im Kultusministerium gefährdet Bildungschancen. Ich kann Ihnen das nicht ersparen. Sie setzen ja immer wieder die gleiche Schallplatte auf. Ich dachte, Ihnen wird mal irgendwann etwas Neues anfangen, aber Sie kriegen es einfach nicht hin. Realität ist, die Bildungschancen in diesem Land waren noch nie besser. Realität ist, noch nie hat eine Koalition mehr Geld für Bildung ausgegeben als diese. Realität ist, wir haben eine fantastische Bilanz, was die zusätzlichen Lehrerstellen betrifft. Realität ist, und das war Ihre Anmerkung und Ihre Kritik, wir würden ausblenden, dass zusätzliche Herausforderungen an den Schulen bestehen. Jawohl, die bestehen. Und genau deswegen ist unsere Realität, unser reales Handeln, dass wir die Schulen unterstützen mit 3.000 Stellen im Ganztag, mit 2.600 Stellen in der Inklusion, mit 2.500 Stellen für die Deutschsprachförderung, mit über 500 Stellen bei der sozial indizierten Lehrerzuweisung und, was wir neu gemacht haben, sozialpädagogische Fachkräfte, 700 Stellen. Das sind 9.000, die wir in diesen Bereich reinbringen. Also hören Sie auf, den Leuten eine Geschichte zu erzählen, die grob an den Realitäten vorbeigeht. Das ist unverschämt. Und wir haben im Gegensatz zu anderen Bundesländern keinen strukturellen Lehrermangel. Ganz im Gegenteil. Wir bedienen die Schulen. Wir brauchen die 38.000 Stellen für den Stundenplan und haben 54 Stellen ausfinanziert und besetzt. Das ist unsere Leistung. Und Sie sollten sich bei dieser Situation annehmen. Denn ich sage es Ihnen sehr deutlich. Sie waren ja auch einmal mit in Verantwortung in diesem Land. Sie machen Ihre eigenen Leistungen, die Sie einmal in Verantwortung im Kultusministerium erbracht haben, damit klein. Machen Sie sich doch nicht so klein. Warum haben Sie das nötig, permanent nur Krümel zu suchen und alles malig zu machen? Damit machen Sie sich im Grunde genommen zum Partner dieser Diktion, die die Linkspartei in ihrem Antrag ebenfalls beschrieben hat. Ich rate sehr davon ab.
Und dass das richtig ist, was ich sage, dokumentiert auch der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Hans-Peter Meiniger. Er sagt nämlich, Probleme gibt es in ein paar Bundesländern. Und das sind Saarland, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Hessen ist ausdrücklich nicht dabei. Am schlimmsten ist die Situation in Berlin. Und Herr Kollege Greilich, das kann ich Ihnen auch nicht ersparen. Ich weiß, welche Koalition in Nordrhein-Westfalen aktiv ist. Aber die Kollegin Yvonne Gebauer, die gehört ja nun in ihre Reihen, die hat gewisse Herausforderungen zu meistern und bei weitem nicht so gut gelöst, wie wir das in Hessen getan haben. Bitte nehmen Sie das zur Kenntnis. Und ich sage auch sehr klar, ja, wir sind stolz darauf. Wir sind stolz darauf, dass kein anderes Flächenland so viel Geld für Bildung ausgibt wie wir. Da sind wir stolz drauf. Allerdings darf uns das nicht in unseren Anstrengungen müde werden lassen. Wir wissen, dass sich Schule stetig verändert. Das ist die Realität. Und weil wir die Realität kennen, gestalten wir auch die Zukunft und passen immer genau dort die Dinge an, wo gerade die dringlichsten Aufgaben sind. So geht erfolgreiche und verlässliche Bildungspolitik, meine Damen und Herren. Und jetzt kommen wir einmal zu Ihrem Antrag. Die Punkte 1 und 2, wie immer, was anderes fällt Ihnen ja in der Tat nicht ein. Heute Abend werden wir uns ja auch wieder bei einem Podium austauschen. Da weiß ich ungefähr, was Sie so erzählen werden. Da reden Sie über mangelndes Interesse und Belastungen. Ich sage es Ihnen klipp und klar. Keiner ist mehr an den Schulen als die Abgeordneten der CDU und die Kollegen der GRÜNEN und der Kultusminister. Keiner weiß besser, was dort los ist. Deswegen. Frau Präsidentin. Wenn der Kollege Rudolph sich wieder beruhigt hat und das Zwiegespräch mit der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden eingestellt hat und Sie nicht nur dazwischenreden, sondern auch einmal etwas verstehen, dann können wir weitermachen. Sind Sie soweit? Kollege Schwarz, Sie können auch weitermachen, ohne dass Sie das sichergestellt haben. Dann kommen wir zu dem Punkt 2. Stellenbesetzung. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich nehme an, diese Zeit wächst mir zu. Wir machen weiter bei Ihrem Antrag. Stichwort Stellenbesetzung. Herr Kollege Greilich, Sie haben es ja eben gerade, selber gesagt, wenn dort Stellen beklagt werden, dann können wir die nicht besetzen. Das wissen Sie als Jurist sehr genau. Und das war zu Ihrer Verantwortungszeit nichts anderes, als es heute ist. Dann kommen Sie zu zuzüglichen bürokratischen Aufgaben, die Sie den Schulen aufdrängen wollen. Gestern hatten wir die Gelegenheit, eine Stunde lang einen Ausschuss nach der Parlamentssitzung noch zu haben. Dringlicher Berichtsantrag. Das war allerdings die SPD. Sie fordern zusätzliche Statistiken. Genau das wollen wir nicht. Wir wollen, dass die Schulen ordentlich arbeiten können. Deswegen waren wir diejenigen, die 2005 die LUSD, und das ist hier Punkt 6 im Antrag, eingeführt haben. Wir haben die Lehrer- und Schülerdatenbank installiert, und wir bauen unsere Datensysteme fortwährend aus. Fortwährend. Ja, wir werden zusätzliche zweckdienliche Daten sammeln. Aber da ist immer die Frage cui bono. Nicht des Sammelns wegen, sondern damit man damit auch etwas Sinnvolles schaffen kann. Wir wollen halt nicht, und das unterscheidet uns wesentlich von Ihnen, die Schulen und die Schulleitungen damit belasten, jeden Tag neue Zahlen liefern zu müssen. Und Hessen, das ist mir wichtig zu betonen, ist ein attraktiver Arbeitgeber. Da gehen wir auf die Punkte 1 und 2 noch einmal zusammen ein. Also, Sie können das gleich einmal relativieren. Familienfreundlich,
modern. Wir reduzierten die Wochenarbeitszeit, wir haben das Hessenticket und wir haben jede Menge zusätzliche Beförderungsstellen geschaffen, an kleinen Grundschulen Stellen geschaffen, die es vorher nie gab. Und weil das so ist, kommen auch aus anderen Bundesländern, die Kolleginnen und Kollegen zu uns. Wenn wir nicht so attraktiv wären, dann wäre das ganz gewiss nicht der Fall. Deswegen rate ich sehr dazu, mäßigen Sie sich in Ihren Negativspiralen. Überlegen Sie einmal, ob Sie nicht ein anderes Wahlkampfthema finden als permanent die enormen Leistungen dieser regierungstragenden Fraktionen madig zu machen. Hessen ist ein starkes Bundesland. Hessen hat eine starke Bildungspolitik. Und Hessen wird, wenn die Wählerinnen und Wähler, und da habe ich große Zuversicht, am 28. Oktober dieses Jahres eine richtige Entscheidung treffen, werden wir das Mandat dafür bekommen, dass wir diese kluge Bildungspolitik verlässlich, planvoll für die Menschen, für die Eltern, für die Schülerinnen und Schüler und die ganze Gesellschaft auch fortsetzen können. Ich danke herzlich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Degen, SPD-Fraktion. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Schwarz, ich bin Ihnen nicht undankbar für Ihren Beitrag, weil es schauen doch mehr Lehrkräfte und Schulleitungen diesen Debatten zu, die wir hier führen, als Sie denken. Und ich muss sagen, Sie sind unser bester Wahlkämpfer, Herr Kollege Schwarz. Und das ist übrigens bei der Landesregierung nicht anders, die inzwischen ja sogar keine Hemmungen davor hat, ihre PR so an die Schulen weiterzugeben, dass sie eine Schule aktuell an die Schulleitungen schickt mit der ausdrücklichen Bitte des Pressesprechers des Kultusministeriums, bitte stellen Sie sicher, dass das angehängte Dokument jede Lehrkraft erreicht, meine Damen und Herren. Und es ist ja schon interessant, die Landesregierung argumentiert ja immer sehr viel mit Statistiken und Zahlen. Da sind schöne Grafiken sogar dabei. Da sieht man dann, dass wir am Ende, meine Damen und Herren, eine Lehrerversorgung von 129,1 % haben. Ja, warum debattieren wir hier denn eigentlich? Sollten wir uns nicht eigentlich schämen, das hier alles infrage zu stellen, meine Damen und Herren? Guckt man sich das einmal ein bisschen genauer an, dann rede ich noch gar nicht davon, wer überhaupt eine Qualifikation hat auf diesen Stellen. Da werden ja sogar die sozialpädagogischen Fachkräfte eingerechnet als Lehrer und mitgezählt zum Lehrerstelleneinsatz. Meine Damen und Herren, die Lehrkräfte lachen sich doch einfach nur scheckig, wenn sie sich das anschauen müssen. Und ich bin der FDP dankbar, dass sie das Thema Realitätsverweigerung noch einmal auf die Tagesordnung nimmt heute. Ich weiß nicht, wie viele Schulen der Kultusminister regelmäßig besucht. Ich habe seit Schuljahresbeginn 16 Schulen besucht, meine Damen und Herren. Und morgen wird die 17. folgen. Danach ist die 6-Wochen-Frist vor der Wahl. Aber die Ergebnisse dieser Schulbesuche waren schon interessant. Gefallen sind immer wieder Themen. Ich muss sagen, es waren an einigen Schulen sogar alle Lehrerstellen besetzt. Aber es wurde immer wieder gesagt, die Lehrerversorgung ist auf Kante genäht. Es ist so, dass viele Lehrkräfte befristet eingestellt sind, eine weiterführende Schule mit 12 TVH-Verträgen, alle befristet. Besonders betroffen gemacht hat mich eine berufliche Schule, die mir sagen musste, dass 50 % ihres Elektrotechnikunterrichts von Studierenden gegeben werden muss, und der Schulleiter muss selbst eine Klasse leiten, weil sonst kann er es keinem zutrauen. Ich habe Schulen getroffen, die mir gesagt haben, eine Grundschule hier im Rhein-Main-Gebiet, sie haben 3 BFZ-Kräfte, die ihnen geschickt werden. Davon ist ein einziger wirklich ausgebildeter Sonderpädagoge. Wir haben Schulen, die darunter leiden, dass sie keine baulichen Kapazitäten mehr haben, dass sie voll sind, dass Räume fehlen, dass sie in Containern sind, wo nicht einmal ein Wasseranschluss da ist. Ich sage ausdrücklich, die Schulträger sind kaputt gespart, die haben gar nicht immer die Möglichkeiten, das zu organisieren. Wir haben Schulen, die sagen, das läuft hier alles nur noch wegen des Idealismus von Eltern und Lehrkräften, meine Damen und Herren. Und das ist leider wahr so. Wir haben Schulen, die eine war ich da, die ist im Pakt für Nachmittag, übrigens zur Debatte gestern, Kollege Wagner ist nicht da, da sagte man mir,
Wer im Pakt für den Nachmittag ist, der darf gar nicht ins Profil 3. Auch das fand ich eine interessante Aussage, meine Damen und Herren, zur Frage, welche Möglichkeiten die Schulen in Hessen haben, sich weiterzuentwickeln. Ich habe getroffen eine Grundschule, die mir sagte, naja, auch Sie haben TVH-Kräfte, darunter eine Person mit erster Staatsprüfung Gymnasium und einer Person, die jetzt sogar versucht, eine zweite Staatsprüfung Gymnasiallehramt zu machen, ist aber durchgefallen. Aber an der Grundschule muss sie dann zwangsweise unterrichten, nicht weil man irgendwie sagt, wir finden das toll, aber weil sonst niemand auf dem Markt ist, meine Damen und Herren. Ich habe getroffen eine Grundschule, die Vorlaufkurse in Deutsch anbietet, aber nur 20 Stunden, also die Hälfte, besetzen kann, weil sie dafür niemanden findet. Ich habe getroffen eine Grundschule, die mir sagte, auf dem Papier sieht es ja noch einigermaßen gut aus, aber in der Realität ist das nicht der Fall. Ich habe getroffen eine Grundschule, wo ein Drittel aller Lehrkräfte, die dort arbeiten, mit befristeten Verträgen, Studierende sind oder Übungsleiter sind, weil niemand mehr auf dem Markt ist an den Grundschulen. Und das wiederum hat dann ganz viel mit dem Titel des FDP-Setzpunkts zu tun, Bildungsrealitätsverweigerung im Kultusministerium gefährdet Bildungschancen. Weil, wenn ich von Lehrermangel rede, ist es so, und das zeigen die eigenen Auswertungen des Ministeriums, dass dort, wo die meisten Lehrkräfte ohne Ausbildung sind, sind die Schulen, wo soziale Brennpunkte sind, sind die Gebiete, wo man nicht hin möchte, wo man eher versucht, sich wegzubewerben, weil leider durch dieses jahrelange Verschlafen des Lehrerbedarfs und der Lehrerausbildung leider, dass deswegen die Lehrkräfte dorthin gehen, wo sie sich am wohlsten fühlen. Und darunter leiden die Schüler, die am meisten Bedarf haben, die am meisten Unterstützung brauchen. Und das ist nicht in Ordnung, meine Damen und Herren. Eine Schule sagte, sie haben alle Stellen besetzt, aber nur, weil sie suchen, suchen und suchen, weil da unheimlich viel Zeit, Leitungszeit von Lehrkräften, von Schulleitungen draufgehen, weil sie einfach sonst Angst haben, Stellen nicht zu besetzen. Ich habe mehrere Fälle getroffen, da sind Kolleginnen schwanger, und man weiß wirklich nicht, wie man damit umgehen soll, wie man da jemanden finden soll, wenn die Person dann eben in den Mutterschutz geht. Manchmal habe ich bei den Schulbesuchen, bei den 16 ja auch Personen zur Seite gestellt bekommen von den Schulämtern. Und, auch das fand ich interessant. Wir haben ja schon über auch ÖPNV gesprochen. Es gibt das Landesticket, das sicherlich eine sinnvolle Einrichtung ist. Aber ich weiß nicht, ob das im Ministerium bekannt ist, welcher Mehraufwand das für die Schulämter ist, dieses Landesticket zu administrieren, wie überbelastet die Sachbearbeiter sind, was man da hört. Auch das, meine Damen und Herren, auch das ist leider die letzten 5 Jahre absolut vernachlässigt worden. Die Schulämter auch mal auf der Höhe der Zeit ausstatten, die sie brauchen, um das Personal auch zu administrieren. Ich habe ein Beratungs- und Förderzentrum getroffen. Da sind 3 Stellen offen. Ich habe erst am letzten Freitag war ich an einer Schule. Da war jetzt, ist die Schulleitung gerade neu besetzt worden, nachdem sie über ein Jahr eines großen Gymnasiums vakant war. Da habe ich gefragt, wie kann das denn sein? Ja, die Sache war, der Schulleiter hat sein letztes Jahr wohl noch als Sabbatjahr genommen, und dementsprechend war man im Ministerium nicht in der Lage, diese Stelle weiter zu besetzen, schneller zu besetzen, meine Damen und Herren. Das kann nicht sein. Und wenn das Schulamt in Hanau nun auch schon an der Spitze seit März dieses Jahres nicht besetzt ist, frage ich mich, wie will man da ordentlich arbeiten können, wenn Sie es einfach nicht hinbekommen, Stellen angemessen zu besetzen. Ich könnte hier noch in meinem Buch, wo ich all diese Besuche dokumentiere, viele weitere Beispiele bringen, aber das soll aufgrund der Zeit jetzt ausreichen, meine Damen und Herren. Mein Fazit ist am Ende, die schwarz-grüne Koalition der letzten 5 Jahre ist ein Modernisierungsverweigerer. Unsere Schulen müssen dringend modernisiert werden in Unterstützungsstrukturen bei Ganztag, natürlich bei Ganztag weiter. Weil auch das ist ein Beispiel, das haben wir gestern gehört, Ihre Realitätsverweigerung, dass einfach der Bedarf bei den Schulen ganz massiv ist. Und Sie sagen, alles ist in Ordnung, wir werden auch den Rechtsanspruch erfüllen, aber eigentlich wissen Sie gar nicht, dass, wie der Bedarf an den Schulen ist, haben Sie selbst gesagt. Wir haben einen eine Ahnungslosigkeit beim Lehrermangel, das habe ich genannt. Wir haben Tausende an Lehrkräften, die eben auf Lehrerstellen sitzen, ohne eine Ausbildung zu haben. Der Kultusminister hat zum Schuljahresbeginn gesagt, er setzt nur auf qualifizierte Kräfte. Aber andererseits muss er zugeben, belastbare Daten hat er erst zum November dieses Jahres, meine Damen und Herren. Wir hatten eine Riesenanzahl, fast 100 Überlastungsanzeigen im letzten Jahr. Aber über die Krankenstatistik weiß der Kultusminister gar nichts. Er sagt, daraus kann er keine steuerungsrelevanten Ergebnisse ziehen, meine Damen und Herren. Das ist keine Fürsorgepflicht in Hessen.
Wir haben Unterrichtsausfall, der immer weiter zunimmt. Aber auch dazu hat man im Kultusministerium einerseits keine Daten, behauptet aber, es gibt keinen Unterrichtsausfall in Hessen, meine Damen und Herren. Und wir haben einen riesigen Investitionsbedarf eben in den Schulen. Aber man sagt im Ministerium, na ja, das wollen wir eigentlich gar nicht wissen. Der Investitionsbedarf kümmert uns eigentlich gar nicht und boykottiert damit am Ende Schulentwicklung in Hessen, meine Damen und Herren. Man braucht nun einmal gut ausgestattete Gebäude, und die Schulträger müssen dabei unterstützt werden, um eben Ganztag, um Inklusion und viele andere Zukunftsthemen voranzubringen, meine Damen und Herren. Nicht alles kostet Geld. Und ich glaube, auch das ist eine Frage, wie man ein Schulsystem auf der Höhe der Zeit ausstattet. Wir wollen, dass Schulen selbstständiger werden, dass da wieder endlich mehr Initiative in Selbstständigkeit reinkommt, weil das, was man im Ministerium heutzutage bei einer immer schneller werdenden Gesellschaft entscheidet, braucht ewig, bis es an der einzelnen Schule ankommt, meine Damen und Herren. Und deswegen müssen wir hier wieder zu einem Zurückkommen auf Augenhöhe kommen, dass wir ein Ministerium haben, das mit den Schulleitungen auf Augenhöhe spricht, das auch Anregungen aufnimmt, das auch Experimentieren ermöglicht und das eben nicht bei jedem kleinsten Regelverstoß oder vielleicht mal einer öffentlichen Äußerung in der Presse, dass nun mal nicht alles so wunderschön und glänzend ist, wie Sie es darstellen, dass man die Leute einbestellt und dann eben im Grunde noch disziplinarisch belangt, meine Damen und Herren. Wir wollen, dass nicht mehr Bürokratie aufgebaut wird, meine Damen und Herren. Ich finde das nicht redlich, Herr Kollege Schwarz, wenn Sie so tun, als wollen FDP, Sozialdemokraten, LINKE hier mehr Bürokratie. Wir haben schon vor Jahren einen Bildungsbericht gefordert in Hessen. Das hätte Ihnen übrigens viele kleine Anfragen erspart, wo systematisch einfach eine indikatorgestützte Bildungspolitik betrieben wird. Dann könnte man auch wirklich ordentlich gegen all diese Probleme, gegen Unterrichtsausfall, gegen Lehrermangel vorgehen, meine Damen und Herren. Und wir wissen ja, gerade die CDU braucht Feindbilder und hat keine Hemmungen, hier auch nicht redlich mit Positionen zu werben, die überhaupt nicht bei anderen in Programmen stehen, meine Damen und Herren. Wir wollen die Schulen modernisieren, strukturell, mit Unterstützungsstrukturen, Ganztag, inklusive Bildung muss ordentlich organisiert werden, echte Schulsozialarbeit aus einem Guss. Wir wollen aber auch Inhalte modernisieren in der politischen Bildung, in der Berufsorientierung und vielem anderen. Und wir wollen vor allem die Lehrkräfteausbildung reformieren, modernisieren, damit die Lehrkräfte auf der Höhe der Zeit ausgebildet werden. Das packen wir an. Wir wollen Zukunft jetzt machen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Faulhaber, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Also, verehrter Herr Greilich, einen Antrag Ihrer Fraktion mit ähnlichem Inhalt haben wir ja bereits vor einem knappen Jahr hier diskutiert. Dass wir Ihnen im Kern zustimmen, wissen Sie. Aber ich will an dieser Stelle doch einmal loswerden, dass Sie mit Ihrer gelben Bildungspolitik ja auch Weichen zu diesem schwarz-grünen Desaster gestellt haben. Es war doch das von Ihnen geführte Kultusministerium, das versäumt hat, genügend Lehrkräfte auszubilden und für die Aufgaben Inklusion und Ganztag entsprechend Personal zu gewinnen. Es ging schon damals nicht nur um die 105-prozentige Lehrerversorgung, sondern um Zukunftsstrategien. Ich kann mich jetzt nicht direkt erinnern, dass Sie sich gegen die Anschauung der demografischen Rendite gesperrt haben, Ihre Kultusministerin Frau Beer. Hat das jedenfalls, ich konnte es nicht wahrnehmen. Und jetzt bedauern Sie in Punkt 1 Ihres Antrags, da zitiere ich, dass die Landesregierung erneut die Chance verpasst hat, sich mit den Problemlagen und Herausforderungen an den hessischen Schulen auseinanderzusetzen. Jetzt frage ich mich, was heißt erneut? Ist das ein Eingeständnis, dass die vorherige Landesregierung unter ihrer Beteiligung ebenso verschlafen agiert hat, wie es die jetzige tut? Das wäre ja dann mal was. Aber irgendwie habe ich doch die leise Befürchtung, Ihre Einsichten könnten irgendwie dem Landtagswahlkampf geschuldet sein. Das nur nebenbei. Wie schon gesagt, inhaltlich stimmen wir dem Antrag zu.
Auch wir haben, wie wohl alle Fraktionen, in den letzten Jahren sehr viele Hilferufe aus den Schulen erhalten. Nur im Gegensatz zum Kultusminister und den bildungspolitischen Sprechern der CDU und der GRÜNEN spricht die Opposition, und ich sage extra die Opposition, das sind nicht nur wir, mit Lehrkräften und Schulleitungen. Die Regierungsfraktionen fordern immer ein, dass die Opposition anerkennen soll, was gut funktioniert und die Fortschritte positiv wertet. Das würden wir auch gerne tun. Leider hören wir überall, welche Probleme es in Schulen gibt und welche Belastungen die Lehrkräfte und Schulleitungen zu bekämpfen haben. Und derzeit nehmen ja auch Sie an sehr vielen Podiumsdiskussionen teil, und deshalb können Sie eigentlich überhaupt nicht behaupten, Sie würden für Ihre überragende Bildungspolitik hochgelobt. Das machen Sie nur selbst und hier in dem Haus. Herr Schwarz, bevor Sie immer diese Lobeshymnen singen, die ja meistens für Kopfschütteln sorgen, sagen Sie doch nicht nur, Sie würden Land auf, Land ab Schulen besuchen. Gehen Sie doch wirklich einmal hin und sprechen Sie mit den Kolleginnen und Kollegen und hören Sie ihnen vor allem zu. Und Herr Kultusminister, besuchen Sie nicht nur die Modellschulen, mit denen sich das Land Hessen schmücken kann, und auch nicht die Privatschulen, bei denen Sie ja gern zu Gast sind, sondern besuchen Sie die Regelschulen und die Grundschulen, eben die Schulen, die räumlich aus allen Nähten platzen und in denen einem schon einmal der Putz auf den Kopf fallen kann. Die Schulen, an denen nicht nur Lehrkräfte für die MINT-Fächer fehlen, sondern auch Lehrerinnen und Lehrer, die beispielsweise Sport unterrichten, Musik geben oder Spanisch. Besuchen Sie die Schulen, die schon glücklich wären, wenn sie bloß 30 Schülerinnen und Schüler in einer Klasse hätten. Laut Bildungsmonitor nimmt Hessen für die Sekundarstufe 1 bei der Lehrer-Schüler-Relation den letzten Platz unter den Bundesländern ein. Jede Pädagogin und jeder Pädagoge weiß, dass in einer großen Klasse weder individuell noch bestmöglich unterrichtet werden kann. Jetzt sind Sie kein Pädagoge, das weiß ich, aber trotzdem behaupten Sie ja, es gebe diese vollen Klassen nicht. Und es gibt sie. Leider. Es gibt sie ebenso wie den Lehrkräftemangel, den erheblichen Unterrichtsausfall, die sanierungsbedürftigen Schulgebäude und die erhöhte Zahl an Lehrkräften, die frühzeitig wegen Berufsunfähigkeit aus dem Dienst ausscheiden. Und es gibt auch die steigende Zahl der Eltern, die sich vom Regelschulsystem verabschieden, um sich den Privatschulen zuzuwenden. Ignorieren hilft hier auf Dauer nicht. Genauso wenig wie bei den Überlastungsmeldungen. Lesen Sie doch einmal den Bericht zu den Belastungen in den Schulen, den die FDP-Fraktion zusammengestellt hat. Sie haben eine Anhörung zum Thema Belastung verweigert. Doch diese Anhörung hat ja stattgefunden. Ich habe jetzt gehört, Sie haben den Bericht sogar. Lesen Sie diese Beiträge aus den Schulen. Sie können viel erfahren. Meine Damen und Herren, wir und die anderen Oppositionsfraktionen haben diese Themen hier schon sehr oft aufgegriffen. Es kommt leider keine Bewegung in die Sache. Die Überlastungsanzeigen der Lehrkräfte begleiten uns schon seit vielen Plenarwochen. Da hat sich aber nichts getan. Jetzt im Vorfeld der Landtagswahlen haben wenigstens die GRÜNEN einen kleinen Schwenk vollzogen und wischen die Probleme nicht mehr einfach weg. Was nach den Wahlen davon übrig bleibt, wird man sehen. Ich bin mir aber sicher, dass noch viel, viel mehr Druck entfaltet werden muss, damit eine neue Landesregierung mit anderem Elan Bildungspolitik betreibt. Am 22. September wird die GEW in Frankfurt und Kassel Aktionen durchführen, und wir unterstützen diesen Protesttag. Bildung braucht bessere Bedingungen, ist das Motto. Das können wir nur sehr unterstützen. Und dazu gehört, dass viel mehr Geld in die Bildung gesteckt wird. Die GEW fordert ein 500-Millionen-Sofortprogramm, und das wäre auch dringend nötig, meine Damen und Herren. Aber es geht nicht nur ums Geld. Es geht besonders auch um Anerkennung. Es ist für die Lehrerinnen und Lehrer frustrierend und auch demotivierend, wenn sie so lange Zeit diese Ignoranz gegenüber ihrer Arbeitssituation zu spüren bekommen. Es ist frustrierend, wenn man deutlich signalisiert bekommt, dass es den Verantwortlichen in der hessischen Bildungspolitik ziemlich egal ist, ob man seine Gesundheit aufs Spiel setzt, ob Unterricht ausfällt, ob die Aufgaben zu bewältigen sind oder nicht. In dieser letzten Plenarsitzung vor der Wahl, denke ich, vielleicht haben wir ja noch eine, aber möchte ich noch einmal ganz deutlich sagen, es muss sich etwas ändern in der hessischen Bildungspolitik. Ein Minister, der die Ohren und Augen verschließt, und ein bildungspolitischer Sprecher, bei dem die Platte hängt, werden die nötigen Aufgaben nicht angehen.
Wer immer nur sagt, es ist alles so super wie nie zuvor, der gefährdet Bildungschancen, aber er gefährdet auch das Vertrauen in die Wirksamkeit von Politik. Und ich denke, das kann man uns nicht leisten. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege May, Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Die Schuldebatte am heutigen Donnerstag war bedauerlicherweise an Erwartbarkeiten kaum zu überbieten. Die Oppositionsfraktionen haben wieder, bis auf kleinste Ausnahmen, eigentlich nichts vorgelegt, was sie denn konzeptionell anders machen wollten als die Regierungsfraktionen und als die Landesregierung. Sie haben sich anstattdessen nur in rhetorischer Kraftmeierei oder im Versuch dessen ergeben. Aber wer erwartet hätte, dass die Oppositionsfraktionen auch einmal sagen, was sie denn anders machen würden, was ihre Konzepte sind, was sie anders regeln würden, wenn sie sagen, mehr Geld für dieses oder jenes, wo sie das Geld hernehmen würden, wer das erwartet hätte, wäre enttäuscht worden. Aber eigentlich hat das niemand erwartet. Es war klar, dass es wieder eine Debatte der Ideenlosigkeit vonseiten der Opposition sein wird. Wir haben ja gestern schon erlebt, wie die rhetorische Kraftmalerei oder die Kampfrhetorik der SPD nicht so recht mit dem zusammenpasst, was sie dann auch konzeptionell andernorts vertreten. Wir haben da erfahren, dass sie hier zwar den Pakt für den Nachmittag ganz schlecht finden, aber auf Bundesebene sich dafür einsetzen, dass der Pakt für den Nachmittag zum Modell für ganz Deutschland wird. Wir haben festgestellt, dass Sie hier immer erklären, dass nur die gebundene Ganztagsschule das einzig Wahre wäre. Aber auf Bundesebene sind Sie jetzt dafür, dass wir in einer Kooperation zwischen staatlichen Schulen und eben kommunalen Bildungs- und Betreuungsangeboten die Betreuungsgarantie herstellen. Das passt alles nicht zusammen, und deswegen versuchen Sie hier mit Pauschalkritik und mit großer Lautstärke darüber hinwegzutäuschen, was Sie eigentlich wirklich wollen. Für uns GRÜNE ist der Ausbau der Ganztagsangebote ein ganz wichtiges Thema. Wir erkennen, dass die Eltern hier große Bedarfe haben. Wir wollen, dass allen Eltern, die das wünschen, ein Ganztagsbetreuungsangebot im Bereich der Grundschulen zur Verfügung steht. Deswegen haben wir mit dem Pakt für den Nachmittag ein einzigartiges Ausbauangebot auf den Weg gebracht und sind der Meinung, dass wir in diesem Bereich die Schwerpunkte legen sollten. Aber das geht eben nicht, wenn man die Ressourcen, die endlich sind, dafür einseitig festlegt, eben gebundene Ganztagsschulen auf den Weg zu bringen. Und an dieser Stelle muss sich dann auch die SPD mal entscheiden, will sie gebundene Ganztagsschulen für einige wenige, oder will sie in der Breite ein Ganztagsbetreuungsangebot für viele Eltern vorhalten? Und an dieser Stelle haben Sie schon wieder dazu keine Antwort gegeben. Und auch der Antrag der FDP-Fraktion hat wenig Konkretes zu bieten. Viel an Pauschalkritik wird dort geäußert. Und ich will auch ganz klar sagen, es ist Aufgabe der Opposition, Kritik an der Regierung zu äußern. Aber es ist genauso Aufgabe der Opposition, zu sagen, wie sie es denn ändern würde, wenn sie in der Verlegenheit wäre, es anders zu machen. Ich will aber feststellen, dass zumindest an einer Stelle die FDP-Fraktion konkret geworden ist. Es ist ja hier im Hause schon öfters darüber beraten worden, wie wir mit den sich ändernden Anforderungen an Schule umgehen muss. Eine Erkenntnis der Enquete-Kommission, aber vorher auch schon des Bildungsgipfels, war, dass wir mehr in multiprofessionelle Teams gehen müssen. Und deswegen haben wir auch als Koalition gesagt, dass wir mit den 700 Schulsozialarbeitern, mit den 700 Stellen für Schulsozialarbeit dort einen Schritt gehen wollen. Und nun sagt die FDP-Fraktion, ja, Lehrerinnen und Lehrer müssen auch im Bereich Verwaltungstätigkeit entlastet werden.
Ich glaube, dass das ein Punkt ist, über den man tatsächlich weiter beraten muss. Auch wir GRÜNE haben das bei uns im Programm drin. Deswegen will ich fairerweise sagen, dass an dieser Stelle der Punkt der FDP-Initiative durchaus konkret und weiter nachdenkenswert ist. Aber im Übrigen ist Ihr Antrag als eher sehr unklar zu bezeichnen. Und auch hier ist klar, dass die Antragsteller sich davor scheuen, genau zu sagen, was sie eigentlich wollen, und auch hier dann eben Pauschalkritik, rhetorische Kraftmeierei, um eben darüber hinwegzutäuschen, dass man auch die letzte Plenardebatte vor der Wahl nicht dazu nutzt, die eigenen bildungspolitischen Vorschläge mal hier zum Besten zu geben. Und dabei gibt es ja so das eine oder andere FDP-bildungspolitische Projekt, was in der Landschaft noch bekannt ist. Also G8, G9 ist der Kampf darum, ist ja in der Bildungspolitik noch nicht verhallt. Wir erinnern uns daran, dass da der Ministerpräsident erst die Kultusministerin überregeln musste, um dort einen gewissen Frieden in der Schullandschaft hinzubekommen. Und auch die Frage des Landesschulamtes ist auch etwas, was erst dann entschieden werden musste, dem keine Träne nachgeweint wird. Da wäre es ja auch interessant gewesen, wie die FDP das machen würde, wenn sie wieder regieren würde. Wir als GRÜNE haben frühzeitig unsere Konzepte für die Bildungspolitik deutlich gemacht, haben auch schon die letzte Plenarwoche dazu genutzt, das mal darzustellen, was unserer Meinung nach wichtig ist, im Bereich der Bildungspolitik zu machen. Das hat auch, glaube ich, eine stilistische Frage. Ich glaube, dass die Wählerinnen und Wähler schon Transparenz darüber haben sollten, wofür die Parteien stehen vor der Wahl. Von daher ist das auch Aufgabe der Oppositionsfraktionen, hier deutlich zu machen, wie sie es denn machen würden. Ein ganz dringendes Thema ist, glaube ich, wie wir diejenigen, die es schwerer haben in unserem Bildungssystem, wie wir die zum Bildungserfolg bringen wollen. Wir haben als Koalition da schon den Anspruch verfolgt, die Anzahl der Abbrecherinnen ohne Schulabschluss zu reduzieren. Ich sage, dass wir dort weitergehen müssen, dass wir im Bereich der sozial indizierten Lehrerzuweisung einiges geschafft haben, aber dass unser Ziel ist, dass wir denjenigen Schulen mit den schwersten Grundvoraussetzungen eine Grundversorgung von 110% der Lehrerversorgung zubilligen wollen in der nächsten Wahlperiode und dort den Ausbau der multiprofessionellen Teams weiter stärken wollen. Wir haben im Bildungsbereich eine weitere Herausforderung, die hier schon angesprochen worden ist, nämlich gewissermaßen auch der Fluch der guten Tat. Nämlich, wenn man sehr viele neue Lehrerstellen schafft, dann sorgt das für einen Engpass im Bereich des Lehrerarbeitsmarktes. Ein Problem, das übrigens bundesweit zu beobachten ist. Auch dort haben wir Maßnahmen ergriffen, indem wir im Bereich der grundständigen Ausbildung etwas gemacht haben, aber eben auch Weiterbildung gestärkt haben. Auch an dieser Stelle wäre es interessant zu erfahren, was denn die Opposition dort anders machen würde. Dass das auffällt, wenn man das eben nicht sagt, habe ich erst am Montag bei einer Veranstaltung der GEW, die bei mir im Wahlkreis stattgefunden hat, kennengelernt. Dort war es nämlich so, dass auch dann wieder gesagt wurde, ja, irgendwie, es geht so alles nicht, aber kein eigenes Konzept beigestellt wurde vonseiten der Oppositionsredner und darauf dann auch eben gezielt mit Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Veranstaltung nachgefragt wurde und auch auf Nachfrage eben dort so nichts geleistet wurde. Das sollte Ihnen ganz deutlich zeigen, dass Sie eben mit großer Lautstärke, mit noch so raffinierten rhetorischen Wendungen, mit denen Sie die Landesregierung angreifen, nicht darüber hinwegtäuschen können, dass es Ihnen an Konzepten fehlt. Wir hatten den Anspruch an uns als Oppositionsfraktion in der letzten Wahlperiode, dass wir mit Konzepten deutlich machen, was würden wir konkret anders machen. Das haben wir gemacht. Die Opposition in dieser Wahlperiode hat diesen Anspruch offensichtlich nicht gehabt. Wir mussten feststellen, dass
wir zwar große Lautstärke in den bildungspolitischen Debatten hier hatten, aber dass der Tiefgang, dass die konzeptionelle Arbeit von der Opposition versäumt wurde. Vielen Dank.